Der nächste kommt. Ja, das ist hier. Das ist ein rein und raus hier, Leute. Ja, wir sind schon live auf Sendung. Das hatten wir auch noch nicht. Das hatten wir auch noch nicht, dass der Gast live in die Sendung reinplatzt. Aber das ist gut. Hat er Wasser? Hat er Wasser? Ja, hier drauf. Ja, das ist mega. Habt ihr das, Wollt ihr jetzt zusammen oder was? Natürlich, ich frage ihn nur, was er noch möchte. Weil hast du das Außenmikro an? Ja, natürlich. Okay. Genau. Das ist exakt so, wie wir sagen. Ich frage nur, was er trinken möchte. Also, wir haben Wasser. Oh, sehr gerne. Lass Wasser dann haben. Nehme ich doch mal, lass mich kurz überlegen, so ein Wasser. Und jetzt habe ich das Special mit Kohlensäure. Mit Kohlensäure. Abgestanden oder doch etwas neu? Nee, mundwarm. Mundwarm. Jo, ein Fiji-Wasser vielleicht? Nein, da habe ich keinen Anspruch. Hallo, wie geht's dir? Du bist, das hatten wir noch nie, du bist direkt live. Normal haben wir immer Werbeunterbrechungen, dann können wir uns schon mal so ein bisschen kennenlernen. Aber wir sind jetzt direkt drauf. Also herzlich willkommen, du bist direkt drauf. Ihr seid schon drauf? Krass. Ja. Uhrzeit. Ja, auf Twitch, es ist nicht nur ein Podcast, wir haben das bei EOS Andy eben schon gehört. Der dachte, er wird in einen Podcast eingeladen. Dann haben wir ihm gesagt, nee, du bist auf Twitch zu sehen, ja. Bei dir ist das Gleiche. Du bist auf Twitch zu sehen. Ja. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Scheiße, nicht geschminkt und so. Ja, ist geil. Ja, er war ja gestern schon zu sehen. Er war ja gestern schon kurz zu sehen. Ja, nee, nicht, was heißt kurz? Ja, lang. Lang. Wir haben Fotos gesehen, wie du da bei uns durchs Village und so gelaufen bist. Das bei uns, wir sitzen hier in Irland. Wir haben es, Ja, da kommt noch mal Jens. Ja. Vielen Dank. Ausrufezeichen Jo übrigens. Da kriegt ihr den Twitter-Link, den Facebook-Link und sogar noch andere Sachen. Andere Sachen, ja. Über die wir gleich noch sprechen werden. Machen wir, ja. Ciao. Jens, vielen Dank. Danke. Ja, es ist ein Rein und Raus wie in einem Erotikfilm. Ja. Aber die Kinder. Ja, die Kinder. Wir sind im Cosplay-Village, wir müssen aufpassen. Wir sind, weißt du, das Schöne ist, wir sitzen hier in Irland, wir haben leicht reden, ja. Aber wir sind sonst jedes Jahr auf der Gamescom, ne? Und wir waren, es hat sich kein Schwein interessiert, wer sind die beiden Jungs. Dieses Jahr sind wir gar nicht da, ja. Aber haben ein Studio auf der Gamescom stehen. Alles richtig gemacht, ja. Das ist keine körperliche Präsenz, aber... In dem Studio nehme ich heute Nachmittag auch noch mit dem lieben Sven einen Podcast auf. Mit Sunnyfox, ja, haben wir schon gehört. Ja. Ich habe den Plan hier. Ich bin übrigens, weil ihr in Irland sitzt, ihr wisst das vielleicht nicht, außer ihr seht es an den Gesichtern eurer Gäste. Ich war gestern ja, als ich den Livestream für Kronk, unseren Meet & Greet gemacht habe, hier schon mal ganz kurz drin. Ja. Und es war so heiß... Das glaube ich. Es waren hier 50 Grad. Jetzt ist es gerade noch angenehm, weil ich glaube, ich bin der Zweite, der heute überhaupt im Raum ist. Das ist richtig. Aber wenn die ganzen Ausdünstungen und an der Decke sich das Kondenswasser sammelt, ja, und du denkst, oh geil, tropischer Regenwald und so. Wir nehmen die Kritik für nächstes Jahr auf. Nächstes Jahr wird das Ding größer und dann haben wir auch Belüftung und so. Dann sind wir auch vor Ort, dann läuft das wenigstens. Wenn wir vor Ort sind, läuft das auch, ja. Nächstes Jahr ist es die ganze Halle 5, ich weiß es schon. Nicht ganz so krass, aber wir haben verrückte Ideen. Wir müssen mal gucken, was geht, ja. Ja, okay. Also, wenn du uns noch nicht kennst, Steffen, Daniel, normal machen wir das immer hinter den Kulissen. Wir machen das hinter den Kulissen. Normal kriegt das kein Schwein mit, ja. Jetzt, ihr seid live dabei, Leute. Ihr seid live dabei. Wir kennen uns ja. Also, ich muss auch sagen, ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich das sage. Er hat mir gesagt, ey, Alter, krass, Onkel Jo kommt vorbei. Und ich habe gesagt, Jo, wer ist denn das? Das ist vollkommen okay. Okay, wir lernen es. Ich weiß alles, er weiß nichts. Das ist immer so. Das ist Wahnsinn. Bist du denn selber Twitchler? Nein. Streamst du? Ich streame auf dem Kanal von Kronk. Ich habe auch mal ein bisschen was, ich war auch mal woanders. Ich mache auch mit Martin Kisicki Couchkommando zum Beispiel. Aber so einen eigenen Streaming-Kanal, wo ich regelmäßig was mache, so zum Ausprobieren, aber regelmäßig habe ich jetzt nicht. Okay, mit wem? Martin Kisicki? Ja, genau. Ist das nicht dieser Moment, der sagt, jetzt kommt, Fernsehleute sagen mir immer was. Kann man den mal einladen? Fernsehleute sagen mir immer was. Ist das nicht ein Sänger gewesen, der in irgendeiner Castingnummer damals mitgemacht hat? Ja, genau, das war so sein erstes Ding. Star Search war das. Das hat er damals gewonnen. Das war es, bevor es mit Bullen und so losging. Und er ist aber eigentlich ein ziemlich netter Rockmusiker. Ja. Yeah. Und auch schwer tätowiert, also wenn du den siehst, erkennst du ihn sofort. Ja. Ja. Und hat aber auch sehr viel Ahnung vom Spielen oder vom Spielen. Ja, deswegen, da sind wir damals... Weißt du, woher ich den aber mehr kenne? Gar nicht von dieser Casting-Nummer, das habe ich gar nicht so verfolgt. Star Search, okay. Eine meiner absoluten Lieblingssängerinnen ist Tarja Turun. Ja? Und mit ihr hat er zusammen einen Song gemacht. Okay.
Das den kenne ich jetzt nicht, aber das klingt. Das ist eine Dame, ist eine Dame. Das ist Tarja Turun, ist die ehemalige. Ach so, also gibt. Ich müsste jetzt gucken. Ich sing doch mal. Ich und sing. Oh, ja, was ist denn los mit dir? Nee, es gibt. Die beiden haben einen Song zusammen gemacht und sie war die Frontleaderin, glaube ich, von Nightwish damals gewesen oder so, weißt okay, du? Okay. Ja. Okay, ja, hätten wir so das auch geklärt. So ist das. Übrigens, falls ich hier ab und zu abgelenkt wirke, hier sammeln sich gerade Leute vor dem Schaufenster. Hier. Das ist ich komme ja vor wie im Aquarium. Ja, das ist wie auf Madeira. Das ist wie auf Madeira. Das ist wie auf Madeira. Das ist ein Streichelzoo, ja. Du musst hin und hier einfach mal rauswinken. Die sehen uns ja auch draußen, Jo. Ja. Ja, ja, ich weiß, ich bin ja eben vorbeigelaufen. Ich hoffe, dass mir auch jemand gleich Bananen zusteckt und sowas. Ja, also. ist auch, wir hatten das mit den Gästen die letzten Tage, wir hatten einige Streamer zu Gast, ne? Und es ist für die ja sowieso schon eine ungewohnte Situation, auf einem Twitch-Kanal mit anderen Leuten in den Talk zu gehen, ja? Dieses Wort Interview finde ich immer so Talk. Aber dann sitzen da auch noch links vor der Scheibe Leute, die gucken auch noch rein. Das ist halt nochmal eine ganz... Aber lass dich ruhig ablenken, das ist kein Problem. Ja, lass dich ruhig ablenken. Das ist schon okay. Also schlimm wird es eher so, wenn ich bei... Ich habe ja neulich zum Beispiel in Wiesbaden so einen Elder Scrolls Livestream moderiert und dann war in der unteren Ebene, waren die Außenmikrofone alle angestellt. Und du hast immer deine eigene Stimme nach 5 Sekunden nochmal gehört. Hm. Und da musst du echt dich hart konzentrieren, damit du nicht den kompletten Schwachsinn babbelst. Ja, das weil stimmt. Babbelst? Echt so, ja. Babbelst, der kommt aus Hesse. Na klar. Na klar. I see you. Er freut sich jetzt, weil... Ein gute wie, ja gut. Oh das ist der Wahnsinn. Um Gottes Willen, ja. Um Gottes Willen. Ich heiße ja auch so. Ja. Joachim Hesse. Ja, ajo. Ja, er hat hier ausgebildet, wie heißt er, Cyril Knossi, ja, er ist der Kaiser, der andere ist der König, er hat ihn ausgebildet, ja. Kein Problem. Ich komme aus Unterfranken, also an der Nähe von Bayern und Hessen ursprünglich. Würzburg, die Ecke. Nee, Aschaffenburg. Aschebesch. Aschebesch. Ja, ich komme 32 Jahre Köln, so, also haben wir das geklärt, ja, und wir haben eigentlich immer nur... Hessen Verbrecher, denn sie klauen Aschebesch. Sehr gut, ja. Das ist der Wahnsinn. Ich freue mich. Ja. Ja, willst du, soll ich? Du wünschst dir doch immer Gäste aus. Nee, wir haben ja eine Connection ein bisschen. Ich bin ja hier für die Redaktion bei uns zuständig. Okay. Bei Maschine TV. Im Moment zumindest noch. Nach 118 Sendungen wollen wir das ändern, ja. Bitte? Nach der Gamescom wirst du abgesetzt oder wie meinst du das? Nee, dann haben wir hoffentlich Geld, dass wir jemanden einstellen können. Wir wollten das Gronkh-Team ein bisschen ausdünnen, ja. Ja, ich meine, wir sind eh wenige Menschen, aber dünn sind wir nicht. Ja. Das hast du jetzt gesagt. Also ich zumindest. Ja, aber uns verbindet daher was. Also ich bin hier für die Redaktion zuständig bei Kickstarter und Maschine TV. Das stimmt. Und du bei Gronkh. Du hast auch ein Pulli an. T-Shirt. Ja, ich habe, der ist ganz neu. Ich habe 2 Stück bekommen. Einen hatte ich gestern an, einen habe ich heute an. Ist ein T-Shirt. Ist aber mein eigenes. Also ich habe das ist immer das Problem. Wenn ich so ein T-Shirt haben will, ich laufe dann immer an so geilen Merch-Ständen vorbei, wo ja die geilsten Sachen hängen und ich denke, das wäre so schön. Ja, du kennst es. Und ich habe halt eine Größe, die gibt es nirgends. Das ist 3XT. T heißt, es wird länger statt breiter, ja. Weil so 4XL oder so ist ja wie so ein Zelt und ich brauche es halt ein bisschen länger, weil ich größer bin. Und die Größe gibt es bei so Merchandise-Sachen nie. Deswegen, das ist, habe ich ja zum Glück Connections, konnte ich direkt mein T-Shirt an den Verantwortlichen geben und der hat das dann bedruckt. Ja, das ist geil. So läuft das. Sowas kriege ich nicht. Ich habe heute Morgen einen bösen Witz gemacht. Ja, du bist ja TV auch. Demnächst. Ja. Ja, wir haben Merch erstmal geblockt. Lass mal erstmal gucken, dass wir hier gute Sendungen produzieren. Ja. Nach 118 Sendungen ist uns das noch nicht gelungen. Okay. Ich habe heute Morgen einen bösen Witz gebracht. Ich habe gesagt, irgendeiner hat gesagt, er ist aus der Redaktion von Gronkh. Und da habe ich gesagt, wir brauchen eine Redaktion für einen Let's Player. So, das war, ja. Jetzt, das interessiert mich auch, die Frage. Ja, jetzt kommt die Frage. Was machst du? Was ist dein Job? Ich muss weg. Zum Beispiel, also natürlich braucht Erik keine Redaktion für seinen eigenen Livestream, aber wir haben ja noch Pläne und wir machen auch schon diverse andere Sachen ja zusammen, die nicht jetzt auf eine Person nur bezogen sind. Also zum Beispiel, ich habe ja zum Beispiel gestern den ganzen Tag den Livestream gemacht. Wir haben ja solche Event-Livestreams, wo ich gerade erwähnt hatte, dass wir Elder Scrolls zum Beispiel oder jetzt von der QuakeCon oder E3
wo ich dann in der Halle rumgelaufen bin und das im Twitch-Livestream dann mit eingebunden wurde. Außerdem haben wir eine Patreon-Seite, die ich betreue. Da kommen dann auch mal so kleine Tests oder kleine Meldungen zu Sachen, die ich interessant finde, ja, die Leute hoffentlich auch interessant finden. Start und Select, ja, zum Beispiel, da ist auch der Link gerade im Chat. Und ein Podcast haben wir, der liegt mir auch sehr am Herzen, Start und Select, den erreicht ihr auch über die Patreon-Seite von Kronk. Ist im Link, ist im Chat, der Link ist im Chat. Oh, perfekt. Vielen Dank, lieber Chat. Danke, Chat. Oder kein Problem. Vielen Dank an die Redaktion, die den eingepflegt hat. Ja, ja, kein Problem. Sehr gerne. Habt ihr sehr, sehr fein gemacht. Nee, Start und Select, ich freue mich auch, dass das so gut angekommen ist. Wir haben ja dieses Jahr sogar von den Zuschauern den Podcastpreis verliehen bekommen quasi. Und ich war total baff, dass man mit so einem Quatsch-Podcast, also wir machen viel Quatsch, ja, dass man da doch so viele Zuhörer finden kann. Genießt es, weil die neuen Podcast-Hansel auf Twitch sind wir, zumindest nennt man uns so. Nächstes Jahr holen wir uns das Ding. So, das ist vollkommen okay. Das könnt ihr gerne versuchen. Die Podcast-Hansel, ja. Aber du hast das eben schon erwähnt, du hast gestern den Livestream gemacht. Wie anstrengend war es für dich? Also gestern Abend, als ich ausgemacht habe, ich habe nochmal kurz reingelurkt, da hast du selbst gesagt, du bist eigentlich sehr kaputt. So, ist es wirklich so anstrengend? Wie fühlst du dich heute? Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, die ist ein bisschen belegt. Also ich klinge nicht immer so herzhaft männlich. Ich habe auch keinen Whisky getrunken. Also das ist jetzt schon, wenn du von morgens bis abends so im Grunde durchquatschst, irgendwann wird es halt anstrengend. Und wir sind ja auch viel gestanden, viel rumgelaufen. Und ja, wann ging es gestern los? Im Grunde um 7. Gesendet haben wir dann ab 7:30 sowas. Hat Erik im Auto angefangen und ausgemacht. Du weißt es vielleicht besser, ich habe gar nicht mehr auf die Uhr geguckt. Ich glaube, es war so 9, ja, oder sowas. Ja, weil um 9 Uhr bin ich noch eine Runde laufen gegangen. Daher weiß ich das, ja. Da habt ihr ja dann ausgemacht, ja. Also kannst du dir ja vorstellen, von morgens bis abends durchgehend. Und wir sind jetzt nicht so ein 20-Mann-Team, wo man sagt, ja, du machst die erste Stunde, du machst die zweite oder so. Wir haben das alles alleine gemacht. Und ich bin froh, dass es soweit alles funktioniert hat wieder. Es war das dritte Mal jetzt schon von der Gamescom. Das kommt auch immer super an, weil viele Leute sind ja auch zu Hause, ja, und können einfach nicht direkt mal sehen, was da so abgeht, und wir nutzen dann immer unser Meet and Greet von Kronk dazu, dass wir dann auch mal in die Halle reingehen, mal kurz zeigen, hier, so voll ist es, das gibt's zu sehen und so weiter, und ich glaube, das kommt gut an. Seit wie vielen Jahren machst du das jetzt? Also auch so mit Livestream von der Gamescom? Wann hat das angefangen? Wann kam das so, dass du gesagt hast, jo, ich mach das jetzt? Ja, im Grunde jetzt es war jetzt der dritte für Kronk. Und vorher habe ich auch immer so Oldschool-Videos gemacht. Ja, so für PC-Action oder Spieletipps oder sowas. Okay. Und wie lang gehörst du jetzt, also zum Verständnis für mich, bist du Fulltime, ja, im Gronk-Team, auch, ja, von deiner Arbeit her? Und, ja, und wie lange machst du das jetzt schon? Das ist jetzt das dritte Jahr. Okay. Ich bin Anfang 2017 da eingestiegen, mhm, oder hat beziehungsweise gefragt worden, ob ich das machen würde, und bin von meinem alten Job dann bei Spieletipps zu Gronk gekommen. Das heißt, kann ich das richtig verstehen, dass Gronk auch ein Produktionsunternehmen hat, oder wie kann man sich das vorstellen? Wir sind ein ganz kleines Team, ja, mit einer Handvoll Leuten. Also, ja, es ist jetzt nicht so wie hier in Köln neben der Messe, riesiges RTL-Gebäude. Nein. Ja, okay. Also es ist eher familiär. Wir kennen uns alle gut, ja, und mögen uns alle. Deswegen macht es ja auch Spaß, und daraus entstehen dann die Projekte. Ja, also, okay, ja, Erik hat einen Manager, den Philipp. Ja. Früher den Peter. Und der Philipp, der kümmert sich jetzt um so Sachen, dass die noch außerhalb von den normalen Livestreams und Videos eingefädelt werden. Das ist das, was wir im Grunde machen. Ja. Es gibt jetzt ganz neu einen Kronk-Shop, der wird gerade so eröffnet. Da war, ja, jetzt gerade die erste Beta-Phase mit einer kleinen Auslieferung. Also solche Projekte. Ist der schon live in der Beta? Kann man den Link, was ist? Ja, der Link ist beta.kronk.shop. Chat? Kann das mal einer von unseren Mods bitte einfügen? Vielen Dank. Aber, wie gesagt, da war jetzt erstmal nur so eine kleine Erstauslieferungsmenge drauf zum Ausprobieren, ob das System und so funktioniert. Ja. Die ist auch ausverkauft, und ach so, das wird gerade weiter ausgebaut. Chat, vergesst. kommt bald wieder was. Kommt ach so. Aber dann heißt es vielleicht anders, oder heißt es dann? Solche T-Shirts in anderen Farben aber.
Und okay. Was für Größen? Von S bis XXT? Nee, das XT muss ich extra einschicken. Ich glaube, bis 2XL oder sowas. Okay. Wie ist das, mal eine Frage, wir sind ja selbst nicht vor Ort, das ist völlig bescheuert. Wir haben eine, wir haben eine kleine Studiobox da zusammen mit Bummfilm hingestellt, aber wir sind selbst nicht da. Aber wie ist das Gefühl auf der Gamescom in so einem, wir haben immer gesagt, es gibt viele große Bühnen, die Rocket Beans, die Nerdstar, die haben dicke Bühnen. Wir haben gesagt, komm, so ein kleines Räumchen, was so ein bisschen Streamingzimmer-Flair vermittelt, ja. Ja. Kommt das so ein bisschen an? Du bist ja da jetzt auch mal so ein bisschen, was wir spannend finden, ist ja, die meisten Dinge haben ja oben keinen Deckel drauf. Du sagst zwar, es war gestern schön warm, aber viele sagen auch, es ist auch mal ein Moment, du kommst draußen aus dieser Action. Es war mehr so finnische Sauna gestern, als ich kurz hier rein. Ja, das ist doch ich gut. Ich saß aber auch zu fünft hier drin, deswegen ich bin ganz froh. Alleine ist es jetzt gerade echt noch okay. Es ist ein bisschen stickig schon. Ich denke, heute wird es im Laufe des Tages noch ein wenig krasser. Ja. Ansonsten schöne Akustik, mit den Monitoren super aufgebaut und gut, das Drumherum, das konnte ich mir jetzt noch nicht so genau angucken. Ich sehe, hier steht ein CD32. Das konnten, ist gut, konnten das wir auch nicht. Gleich mitnehmen. Konnten wir auch nicht. Das fehlt mir tatsächlich noch. Ich habe ein paar CD-Spiele für Amiga zu Hause, die würden da drauf laufen. Insofern danke, dass ich es mir mitnehmen darf. Kein Problem. Bitte. Und es ist nicht euch, gell? Deswegen sagt ihr das so. Boah, wenn da was. Ja, viel Spaß, ja. Irgendein Partner hat es da reingestellt. Zelda-Mütze liegt hier noch. Die passt mir aber wahrscheinlich nicht. Oh, ich habe auch einen riesen Kopf. Mein Körper ist nicht gemacht für diese Welt. Ja. Mein Geist auch nicht, aber das ist was anderes. Ich kenne das. Ich glaube, dann sind wir. Du kommst auch irgendwann mal nach Irland uns besuchen und dann stellen wir uns mal. Ich weiß nicht, wie groß bist du, darf man das fragen? Ja, 2,2 Meter. Nee, okay, so groß bin ich. Ich komme so auf 1,91 oder so, aber das ist schon, das ist ja Wahnsinn. Wir hatten gestern einen Security-Mann, der war sehr nett, der Erik. Und der hat uns begleitet, als wir über die Messe gelaufen sind. Der war 2,5 Meter. Da habe ich mich sehr, sehr beschützt gefühlt. Ach, den Dude habe ich, glaube ich, einmal kurz im Hintergrund gesehen. Ja, das stimmt. Ja, der wollte eigentlich auch nicht in die Kamera, vor die Kamera, aber ich habe das. Ja, ein paar Mal ist es aus Versehen passiert. Ja, aus Versehen. Aus Versehen. Der war aber wirklich cool. Aber der hat mir erzählt, er ist normalerweise IT-Administrator und er macht das nur zum Ausgleich so nebenbei noch ein bisschen. Ja, kann man mal machen. Das ist echt cool. Kann man mal machen. Das stimmt, ja. Bei 2,5 Meter, da geht's auch ab. Was war denn dein persönliches Highlight bis jetzt? Meine persönlichen Highlights sind ja meistens so eher in Halle 10, im Retro-Bereich, aber da bin ich wirklich gestern nur mal im Livestream kurz durchgeschlappt. Also ich werde da vielleicht nachher nochmal vorbeischauen. Ansonsten viele coole Spiele, aber jetzt kein so ein Riesending, wo man sagen muss, okay, das ist das Einzige, was du dir angucken musst. Ne? Also, mein vieles gab es ja auch schon vorher, Cyberpunk, die Präsentation. Ich habe es ja auf der E3 auch schon gesehen, es war genau die gleiche. Ist aber geil. Dann, was mir sehr gefallen hat, war Blair Witch. Das war super gruselig, das konnte ich im Business-Bereich anspielen und aufnehmen. Da werden wir auch noch ein Video zu bringen. Und das hat das ganze Flair von dem alten Film ganz gut eingefangen mit einem neuen Twist. Also es geht nicht darum, diese Story vom Film nachzuerzählen, sondern die haben das quasi so als Anreiz nebenbei genommen. Ich weiß noch, Blair. Dürfen die an die Scheiben klopfen? Das ist ja total. Nee, das ist wie bei einem Aquarium, wie bei Fischen. Das ist wie bei Fischen. Bitte nicht klopfen. Ja, ich schwimme dann gleich hin. Bitte nicht klopfen. Wie so ein Wels klebt an die Straße. Ich wollte gerade sagen, sonst klebt Onkel Jo gleich an der Scheibe, ja? Klopfen ist okay, aber da muss man auch mit den Konsequenzen leben, dass ich mein T-Shirt ausziehe und an der Scheibe dann so klebe. Ja, das dürfen nur Subs. Das dürfen nur Subs, ja. So. Nein, okay. Unser, du musst wissen, unsere Sendung ist nach 118 Folgen erprobt, ja. Wir hatten ja Martin Sonneborn zu Gast, ja. Der ist dann voll leid, dass das eure letzte Sendung dann heute wird. Das hat Martin Sonneborn auch schon gesagt. Der ist dann in Unterhose durchs Bild gelaufen, ja. Und hatte hier so von jemand, ja. Die Regie ging schon zum Knopfe, ja. Hast du irgendeine Lampe umgeboxt? Bitte was? Hast du irgendeine Lampe umgeboxt? Das sieht jetzt so anders aus von der Beleuchtung her bei dir. Ich habe nichts berührt. Ist okay. Ja, ist okay. Ja. Ist okay. Sieht ja, immer noch gut aus, ja. Stehen auch übrigens nur zwei Lampen, die sind hier vorne vor mir. Und hier ist so eine Hintergrundbeleuchtung, wahrscheinlich von Philips.
In Blau, die habe ich auch nicht berührt. Okay, sehr gut. Ja, Martin Sonneborn ist in Unterhose durch den Stream gewandert, in der Tat. Politiksendung, ja. Eine Woche vor der EU-Wahl, war so ein Spezial. Und er ist dann aufgestanden und stand dann da in Unterhose. Und im Hintergrund hing ein Bild, ein künstlerisches Gemälde. Aus New York. Aus New York mit der Abbildung von, Von jemand. Adolf Hitler, um es auf den Punkt zu bringen. So. Ja. Du, wenn da erstmal die Hemmungen gefallen sind und der Ruf ruiniert ist, da braucht man sich keine Gedanken mehr machen. Braucht man nicht mehr, ne? Ja. Nee, welcher also Ruf? Ich dachte früher auch so, wow, kann man das machen? Und wenn man es dann einmal gemacht hat, ist es dann auch beim zweiten Mal nicht mehr das Problem. Weißt du, bei PC Action, das war ja auch immer so Grenzen ausloten, was geht, was kann man nicht mehr machen. Und ich weiß noch, wir hatten mal so ein Fotoshooting, wo die gesamte Redaktion in roter Unterwäsche für so ein Heavy Metal Fakt 2 Cosplay, ja, oh, das war Cosplay im Grunde, ja. So ein Heavy Metal Fakt 2 Cosplay, da haben wir einfach nur Fotos zum Bebildern vom Gewinnspiel oder sowas gebraucht, standen wir im Studio und ja, wenn du das mal gemacht hast. Ja, das machen wir auch bald mit unserer Redaktion. Ja, ja, die können sich schon vor. Der eine Redakteur, der war noch neu, der hat sich sehr geziert und der hat dann auch irgendwas so vor sich gehalten, so ganz verschämt, ja. Und heute organisiert er die größten Entwicklerkonferenzen. Ich darf den Namen deshalb, glaube ich, nicht sagen. Der Dirk. Ja, Dirk, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ja, so ist das. Kann man im Chat mal fragen, Chat plus minus, wer kennt denn eigentlich Onkel Jo? Ja, die schreiben doch schon, Onkel Jo macht immer was kaputt. Oh, ja. Lüge, gar nicht. Also hier wird Partei ergriffen. Ich gebe dir recht, zum Beispiel Gläser auf dem Flohmarkt. Plus. Kann man, hier rattert man durch hier, plus. Onkel Jo, was machst du auf dem Flohmarkt kaputt? Ja, das habe ich im Podcast bei Start und Select erzählt. Ja, ich habe mir da gerade so ein Spiel angeguckt, habe die Frau gefragt, was es kostet, so ein altes PS1-Spiel. Ich gehe gerne auf den Flohmarkt. Und am Rande des Tisches stand halt ein Glas. Ich habe es irgendwie runtergeworfen. Ich weiß, ich habe es wahrscheinlich so im... Es war meine Aura, ja. Und was musstest du für die Scherben bezahlen dann? 1 Euro. Und es war hässlich, aber ich habe es gerne bezahlt. War mir 1 Euro. Hast du mal eine Mark? Hast du mal eine Mark? Ja. Eben wurde ich auch schon am Bahnhof angesprochen, ob ich 2 Euro hätte. Also früher war es ja wirklich... War das so Milchbaum? Milchbaum? Ja, nee. Das war ein Gast von gestern. Die Streamerin von gestern, Milchbaum, die nimmt immer 2 Euro. Ja. Für den Geschlechtsakt. Ja. Für den Geschlechtsakt, ja, sagt sie. Also ohne Scherz, ich wurde auch schon mal angesprochen von jemand, der Geld wollte und der meinte dann, ich kann das ihm auch per EC-Karte geben. Da dachte ich mir auch so, okay, eigentlich ist das mir zu professionell gerade. Hier, ich habe ein Lesegerät, aber einfach durchziehen die Karte, ja, gar kein Problem. Ja. Aber sei froh, du wirst nicht angesprochen in der Dönerbude vom Milchmann, ja? Drückst dem dann auch einen Fünfer in die Hand hier. Und dann fragt er, das war meine Story, wir waren hier in Irland unterwegs und der sagt so, ich bin Milchmann, ich komme nicht nach Hause, ich möchte aber doch gerne auch einen Tee trinken, habt ihr ein bisschen Kleingeld? Und ich so, mach meinen Geldbeutel auf und hatte halt nur einen Fünfer. Und dann gebe ich einen Fünfer und frag noch, weil ich irgendwie keine Ahnung... Er fragt ihn, ist das genug? Und hat einen Zwanni in der Hand und er sagt, den Zwanni nehme ich auch. Und dann meinte aber eine Freundin, die war dabei, die hat gesagt, ich glaube 5 Euro sind genug. Ja, weiß ja auch nicht, was so ein Tee in Irland kostet halt. Ne? Ja, ich bin einfach zu nett manchmal. Das ja, ist, ja. Und ja, wir sind dann durch... Apropos Getränke, trinkt der nette Mann nochmal einen Jens? Wasser? Jens! Ist der noch da? Wasser. Siehst du den? Der hat ja so eine auffällige Jacke. Ja, pass mal auf, an die Zuschauer da draußen, die vor der Box stehen. Moment, wir machen das. Onkel Jürgen organisiert das. Sieht besser aus als Jens, die da stehen. Ja, pass mal auf, an die Zuschauer, die da draußen vor der Box stehen, sucht einen Mann mit einer gelben, so eine gelbe Jacke, Cyberpunk, die tragen wahrscheinlich einige, ist egal. Sucht ihn und sagt, in der Streaming-Box von Maschine TV braucht jemand Wasser, ja? Ja. Ja, so. Mit Sprudel. Ja. Mit Sprudel. Das ist übrigens, das ist eine Wendejacke. Also jetzt nicht wegen Osten und Westen und sowas. Nein, die kann man auch umstülpen und dann ist es dunkel und dann ist ein anderes Logo hinten. Jetzt sag, du scheinst informiert zu sein. Wie kommt man an diese Jacke dran? Was musst du denn dafür machen? Ich will auch eine. Dafür muss man mit Fabian Döhler knutschen oder sich die Präsentation angucken, weil die Gäste bekommen eine. Ich habe L.
Kannst du dich mal kurz da reinsetzen für uns? Weil die gingen nur bis Donnerstag, weil das Business Center ist inzwischen schon zu und abgebaut. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt draußen, da ist ja auch noch ein Cyberpunk-Stand, dass es da ähnlich ist. Also glaube ich. Ich hab L. Ja, okay. Der Zug ist abgefahren. Wir brauchen diesen Kladderadatsch hier in Irland auch nicht. Ja, so. Nee. Warst du schon mal in Irland? Warst du schon mal in Irland? Ich glaube ja, aber ich habe keine aktive Erinnerung gerade. Also ich komme ja meistens so ein bisschen rum wegen Entwickler besuchen. Hm. Was gibt es da für bekannte Entwickler, dann kann ich euch sagen. EA Games. Ja, immer. Was? Irland, Mann. Das EU-Steuerparadies. Das Ding, die sitzen alle hier. Ja, normalerweise, das Ding ist, die ganzen Firmen, die hier sitzen, haben meistens den Customer Support auch hier. Die haben natürlich auch andere Abteilungen, aber viel von Blizzard Entertainment bis hin zu EA und Apple und hast du nicht gesehen, die haben hier so ein bisschen den Customer Support aufgebaut. Und ja, aber den besuche ich ja nicht. Es geht mehr um die Entwicklerstudios. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob die... Kleine, doch, es gibt hier auch Games kleine. Hat hier, die produzieren ja auch ihren medialen Content, glaube ich, doch. Das weiß ich nicht. Doch, die sitzen hier in aber Blizzard hat auch hier ein Studio. Galway, ne? Also die haben auch viel. Ja, die sitzen in Galway. Die sitzen in Galway, aber die haben da viel Customer Support in Galway. Aber ansonsten kannst du davon ausgehen, dass jedes amerikanische Unternehmen, was sich Richtung Europa bewegt, definitiv einen Sitz in Irland hat, weil... Ja, individuell aushandelbare Steuern, die nimmt man mit, ne? Das wär, ja, aber nur weil jetzt id Software auch ein Studio in Frankfurt hat, machen die ja trotzdem ihre Veranstaltungen nicht in Frankfurt bei id Software, sondern in Texas oder sonst wo. Das stimmt, ja, das stimmt. Deswegen die Frage, welche Entwickler jetzt hier drüben Partys machen. Hab ich euch kalt erwischt, was? Nicht gut informiert hier, was soll das? Ja doch, wir haben uns einen Gast eingeladen, der Experte in der Gaming-Industrie ist, der Redaktionsarbeit geleistet hat. Ich bin nicht informiert, ich habe 9,5 Jahre für Blizzard Entertainment gearbeitet, was ist denn los? Ja, aber ich muss ja nicht alles rausplaudern hier, ja? Er hat hier immer nur die wichtigen Leute, ja? Hat er zu Blizzard Weihnachtspartys eingeladen. Frag mal hier, Funk Royal, Max hier, die sind da zusammen und dann hat Max ihm vor die Haustür geschissen. So einer ist das, ja? Der Max hat dir vor die Haustür. Haben wir gestern im Stream gezeigt, das Bild, das existiert noch, ja. Ja. Und er hat auf der Blizzard Party den ganzen Kuchen gegessen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja. Grüße gehen raus. Grüße nur gehen einen? Raus. Nee, es waren Cupcakes tatsächlich, es war nicht der Kuchen. Da hat er die Cupcakes gesehen und dann musste er genüsslich reinbeißen. Habe ich auch Bilder, aber die sind privat. Und dann lieber genüsslich reinbeißen als genüsslich reinscheißen. Das hat er ja dann vor der Haustür gemacht. So. Ihr kennt doch auch, wie hieß das, American Pie, der dritte Teil war es, glaube ich, ne? Wo der diesen Hundekot in dem Pralinen-Ding wegtransportieren will und dann so in die Schwiegereltern-Falle. Ist gut, Mann, was ist denn los? Und dann, als die Frau den essen will und er dann, in ihn selbst auf. Er und Milchbaum in einer Sendung. Ja, ich merke es. Es wäre der Wahnsinn. Aber da habe ich eine bessere Szene. Kennst du noch Party Animals, den Film? Mit der Bulldogge? Mit diesen Cream Rolls. Die noch warm waren. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Okay, dann lass uns das nicht ausführen. Wir wissen nicht, ob vor der Scheibe Kinder stehen. Was ist da so los vor der Scheibe? Das kann ich euch sagen. Nein, die sehen alle schon volljährig, erwachsen und mächtig ihrer Sinne aus. Kennt jemand da draußen Party Animals, die Szene mit dem Hund? Könnt ihr mal schreien, ja? Mit den Cream Rolls, ja, kennt ihr das? Könnt ihr mal klatschen? Was ist da los da draußen vor der Box, Leute? Das ist so leicht versetzt. Ja. Also ich sehe euch ungefähr so 45 Sekunden, bevor sie euch sehen. Das heißt, die werden nicht direkt auf euch gehen. Okay, wir warten eine Stunde. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ja. Was hast du heute noch so, was ist bei dir noch auf dem Plan heute? Heute nicht mehr viel. Wir hatten ja normalerweise die letzten Jahre samstags unseren Livestream. Der ist jetzt vorgezogen auf freitags gewesen. Und deswegen habe ich heute nur noch so ein paar lockere Sachen, wie jetzt hier bei euch zu sitzen oder nachher noch den Podcast aufzunehmen. Ja, ich wollte sagen, unwichtige Dinge, ist okay. Nein, überhaupt nicht, entspannende Dinge. Es wäre auch jetzt blöd gewesen, nochmal so ein Hardcore-Messe-Run. Es geht am Samstag auch gar nicht. Weil am Samstag, wie gesagt, der Business-Bereich ist ja schon geschlossen seit Donnerstagabend. Und die wichtigen Sachen machst du dann vorher. Und jetzt kannst du dir nur mal angucken, Retro-Halle zum Beispiel, Indie-Spiele, sowas, was du vorher übersehen hast. Okay. Ja. Wie nimmst du es wahr? So, warte mal. Ich mach das jetzt mal fix mit dem Wasser. Es geht ja nicht, dass du warten musst. Ich stelle die nächste Frage.
Wie ist so dein Eindruck von der Gamescom, so wenn du das mit den letzten Jahren vergleichst? Man liest ja immer viel, wir sind selbst nicht vor Ort. Wie ist dein persönlicher Eindruck, Gamescom? Die Menschen, werden es immer mehr? Wie ist die Organisation vor Ort? Oder was hältst du überhaupt allgemein von der Gamescom? Oder gibt es eine Veränderung für dich? Dieses Jahr sind deutlich Veränderungen spürbar für mich. Okay. Finde ich auch sehr interessant, die Entwicklung. Was an der Gamescom immer blöd ist, ist, dass jedes Jahr, egal wie der Besucherrekord gebrochen werden soll, oder nicht offiziell vielleicht, aber ich glaube, das steht schon ein bisschen dahinter, ne? Mehr Leute am Ende bekannt geben, dass sie da waren, gleich erfolgreicher, mehr Aussteller gleich erfolgreicher aus mehr Ländern und so weiter. Ja. Also letztes Jahr waren es ja offiziell, glaube ich, schon 370.000 Menschen, was echt eine Menge ist, ja. Auch auf die Tage. Und dieses Jahr, ich weiß es nicht, also die wollen das bestimmt wieder überbieten, vielleicht werden es sogar 400.000, mal gucken. Ja. Also jede Menge, aber sie haben dieses Jahr zwei Sachen echt cooler gemacht und deswegen Respekt an die Gamescom-Organisation. Zum einen haben sie die Ausstellerfläche erhöht mit mehr Hallen. Ja. Was echt fein ist. Also ich bin jetzt zum Beispiel in Halle 5.1 und es gibt sogar noch eine Halle drüber, 5.2. Mhm. 10, 11 Hallen insgesamt. Also da könnte man sogar noch mehr machen. Die Wege sind etwas breiter zwischen den Ständen, was bedeutet, es wird nicht ganz so geknüllt. Ja. Ja. Dennoch, es war schon so am Dienstag, am Fachbesuchertag, wo das normale Publikum in die Hallen noch nicht reinkommt, war es so, dass es wirklich leer war und ich dachte, wow, okay, jetzt haben sie es echt gelöst. Ja. Das alles klar, das war es für immer, freier Durchgang. Und ich komme Mittwoch hin und da hatte ich erst einen Termin in der Businesshalle in 2 oder 4 und dann musste ich zu Sony, die haben ihre Termine in Halle 7 gemacht. Und dann stand da schon so ein Ordner, bitte gehen Sie da auf das Parkdeck, da muss man dann 3 Treppen runter, auf der Außenfläche wieder zurück. Dann so, und dachte ich mir, okay, ja, es ist wieder wie immer. Aber als ich gestern durch bin, freitags, es ging. Also man kommt schon durch, es ist schon voll. Also wer jetzt Platzangst hat, dann doch vielleicht einen Livestream gucken. Aber ansonsten macht Spaß und es war auch cool, dass jetzt so ein neues Ticketsystem war bei einigen Ausstellern, wo du sagen konntest, oder dich bewerben konntest quasi auf so eine App oder sonst wo und sagen, hey, ich will mir das Spiel angucken und dann haben sie dir gesagt, alles klar, hast um 12 einen Termin. Cool. Okay. Was war da draußen eben los? Man weiß es nicht. Das war, glaube ich, woanders, da hat jemand seinen Penis gezeigt, glaube ich. Ich sehe das von hier nicht, der ist nicht so groß. Ja, die haben aber auch mehr Platz auf der Gamescom, weil ja der meines Wissens auch einer der größten Hersteller, die dort aufgeboten waren in den letzten Jahren, nicht da sind. Ja. Was steht da jetzt? Also ist da irgendwas anderes jetzt zu sehen? Weißt du das? Da sind einfach die umliegenden Stände vergrößert. Also ich weiß jetzt gar nicht, welche Halle war denn normalerweise nochmal in 6, 7? 7, glaube ich. Also Blizzard meinst du? Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, der Sony-Stand ist noch größer. Okay. Also die haben es schon auch. Einfach vermisst man Blizzard persönlich auf der Gamescom? Ja, Blizzard ist schon ein wichtiger Entwickler, Publisher und auch Activision, die ja mit Blizzard fusioniert sind vor ein paar Jahren, haben ja jetzt auch keinen eigenen Stand hier. Die sind beim Sony-Stand mit Modern Warfare mit drauf. Also das ist schon ein bisschen schade. Hier irgendwo ist noch um die Ecke so ein Destiny-Stand, aber es gibt jetzt auch keinen einzigen einzelnen Activision-Stand. Weißt du, Jo, als ich letztes Jahr gekündigt habe, haben die gedacht, es macht keinen Sinn mehr. Ja. Das war's. Er hat das gesagt, wenn ich gehe hier, dann nehme ich Blizzard mit von der Gamescom. Aber es ist schon im Vergleich zur E3, die ist ja wirklich ausgeblutet dieses Jahr. Ja. Und da ist es hier wesentlich besser. Und bei der E3 kannst du nur hoffen, dass die, wenn jetzt die neuen Konsolen rauskommen von Sony und der Xbox, dann ist die immer stärker. Also das letzte Jahr, wo es keine Konsolen gibt, ist immer ein bisschen schwächer bei der E3. Insofern hoffe ich, dass das Jahr drauf wieder besser wird. Mm. Yes! Jens! Wasser! Hey, vielen Dank. Jens, da muss man mal hier. Vielen Dank, Jens! Ja. Den Chemlink gibt es ab sofort auch zu gewinnen. Auch noch? Das ist ja Wahnsinn hier. Ich habe den Chemlink gewonnen. kann Jo hier diesen, ich sehe es nicht richtig. Ja.
Also die haben ja gerade gesagt, ich darf dieses CD32 mitnehmen. Das fand ich total nett. Leider nein. Ne, ist zu spät. Was kriegt er? Ja, klär das mal. Wenn du Flohmarkt einen Preis gesagt hast, gilt der. Ja. Das ist alles echtes Wohnzimmer-Equipment. Ja, ja, das ist okay. Ja, was kriegt jetzt Jo? Ja. Was kriegt Jo jetzt für den Auftritt? Ach so. Du weißt, du musst in Naturalien bezahlen, sonst. In Naturalien. Ja, viel Spaß. Jens, wir hätten gern übrigens so eine Jacke. Die wollen da eine Jacke haben. Kannst du die mal umdrehen? Und die Jacke ist so schwer zu bekommen. Ja. Du wirst hier auf der Gamescom fast schon gejagt, wenn du die Jacke anhast. Das magst du doch, deswegen hast du die an, dachte ich. Ja, richtig. Und die gibt es bei Plattformen, wo man Sachen ersteigern kann. Jens, also die Jacke gibt's nicht mehr, richtig? Richtig. Dann kannst du wieder gehen, danke. Danke. So, danke für das Wasser. Tschüss, danke. Jens. Tschö. Ich hab gerade erzählt, dass es eine Wendy-Jacke ist. Genau, zeig mal das an. Das ist eine Wendy-Jacke. Ja, direkt aus Ost-Berlin. Hör mal, du kannst alles besorgen von Elgato, Samsung und Speedlink, aber so eine Jacke, so eine Jacke nicht? Was ist denn los mit dir? Hast du einen Job verfehlt? Das ist übrigens auch ein Wende-T-Shirt, zeig mal, Jens. Ja. Nein, keine Nippel auf Twitch. Okay. Das ist. Sehr, danke. Danke. So, sportlicher Kerl. So, und jetzt. Ja. Das ist auch ein Wende-T-Shirt. Nee, also ihr müsst mir nichts geben. Es ist mir eine Ehre, ein Gast hier sein zu dürfen. Vielen Dank. Danke. Macht Spaß. Macht's wirklich. Ja. Ja, ich habe übrigens noch eine Sache. Nee, das passt nicht. Das kommt ja nicht rein. Zur Gamescom und zwar. Nee, der meint das T-Shirt. Dir wollte er das geben, aber da passt du nicht rein. Der hat XXT. Der hat XXT. STV. AfD, ZDF. Kannst du mal anhalten? ARD. Nee, okay. Jens, jetzt raus. Der Mann will mit uns reden. Der hat keine Zeit. Besorg dir mal irgendwas. Ja. Und komm wieder zum Schluss. Wir haben noch 20 Minuten. Er braucht mir nichts besorgen. Doch, Wasser. Gut. Wasser. Wasser, doch. Wasser. Hab ich ja jetzt. Er braucht mir nichts besorgen. 400 Euro auf eBay. So, ja, du wolltest was sagen. Du wolltest was sagen. Ja, ich wollte zur Gamescom noch ein Wort verlieren. Bitte. Genial, der Schachzug, eine Opening Night zu machen. Also, da gab es ja einige Neuvorstellungen an Spielen. Also, 15 waren es, glaube ich, insgesamt, die da gezeigt wurden. Nicht eine so geil wie die andere, aber dem Ganzen ja ein bisschen Glamour zu verleihen im Sinne einer E3 oder einer Game Award Show ist super. Also man hat ja auch, die haben ja auch Geoff Keighley engagiert, was für das internationale Publikum schon ein bekannterer Name ist. Insofern alles richtig gemacht, dass da ein bisschen der Fokus drauf gekommen ist. Hm. Und ich habe auch schon die ersten Berichterstattungen aus dem Ausland gesehen, die gesagt haben, okay, ich habe zum ersten Mal im Grunde die Gamescom richtig als Messe wahrgenommen und nicht als, da kommen halt die ganzen Deutschen hin, die ihre Spiele zocken. Ja. Also das war echt interessant und ich glaube, das ist auch um... Das ist der Tontechniker. Hallo Flo, das ist der Tontechniker. Ja. Ja, ist alles live. Das ist alles live. Das ist wie bei... Jetzt hören die Leute draußen dich noch ein bisschen besser. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Das ist wie bei Thomas Gottschalk. Alles live hier, wetten das. Ja. 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 Jetzt weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich war auch fertig. Nee, du hattest du den Satz zu Ende gebracht, ja. Das ist sehr gut. Können wir mal unsere Redaktion zusammenlegen? Ich glaube, das wird gut. Immer als bist du Redaktionsleiter? Also bist du der Chefredakteur? Ja, der Titel lautet so. Das ist gut. Lass ihn uns so stehen. Ja. Nein, lass ihn so stehen. Das bedeutet... War das eine Frage? Ich soll den Satz weiterführen? Nee. Ich hab den für dich beendet. Lass kurz so eine. Ich war ja früher Chefredakteur, zum Beispiel von Spieltipps, und das war auch eine große Redaktion, die ich dann aufgebaut habe mit festen Redakteuren, vielen freien Mitarbeitern. Ja. Und bei Gronkh, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir sind ein kleines Team. Ja. Da ist es vielleicht ein bisschen überdimensioniert, der Titel. Das war so mehr mit Perspektive, was alles wir noch vorhaben. Mhm. Also ich habe jetzt keine 1000 Schergen, denen ich einfach sage, hey, schreib den Artikel, hey, mach das Video, hey, hol mir einen Kaffee oder sowas. Ja. Nein, ich bin auch alleine zu Hause, arbeite von zu Hause aus, das meiste ist ja online. Also wir haben jetzt kein zentrales Büro, sondern wir sind eine dezentrale Organisation. Ja. Oh, das ist heutzutage ganz... Aber das ist gut. Pass auf, das hört sich gut an. Wir bauen ja hier gerade in Irland so kleine Studios auf. Ja, also richtig kleine Studios. Und mit Steuersparmodelle. Na...
Wir sind, das ist halt der positive Nebeneffekt. Ich lebe ja schon 10 Jahre in Irland. Er lebt ja schon 10 Jahre, nicht 4 Jahre hier. Ich bin gerade mit dem Fuß gegen den Tisch, gegen das Tischbein gestoßen, ja. Da ging der Monitor kurz aus. Ich habe echt Angst. Ja. Ja, du machst halt immer was, alles ja. Kaputt. Er will ablenken, merkst du? Jetzt nicht ablenken. Also wir bauen hier gerade Studios auf. auch zusammen mit Tommy Krabbeweis, den hast du ja auch kennengelernt. Ja, Der Tommy ist ein ganz, ganz lieber, das muss ich jetzt mal loswerden. Ja. Und er war auch gestern kurz bei uns im Livestream. Ja, ist er. Und wir machen das auch mit Tommy zusammen. Also der hat Studios in Deutschland, wir in Irland und wir wollen zusammen gemeinsam geilen, es ist wirklich kein Scheiß, Webvideo-Content für die zukünftig für die Unterhaltungswelt kreieren. Aber, pass auf, du tust... Noch mehr Webvideo-Content für die Unterhaltungswelt. Ja, aber... Wer braucht denn ja, sowas? Ja, guten, nicht den Scheiß, den du da heutzutage zu sehen bekommst, ja. Ach so. Den bei Kronk TV oder was? Ja, zum Beispiel. Ja, irgendwelche Handy-Streams da. Pass auf, aber... weißt du, geil, das war so ein richtiges... Die ist berühmt, die Lache. Nee, pass auf, du gehst nachher... Du musst uns nachher einen Gefallen tun. Du musst zur Kronk gehen und sagen, pass mal auf, Bruder. Also entweder... Hey Bruder, Kuss auf die Stirn. Entweder du gehst bei den Jungs in die Show, ja, eine Stunde Talk, ja, irgendwann, wenn du Zeit hast, oder ich gehe nach Irland. Genau daran wird es schon scheitern. Nee. An deinem Nachsatz. Irgendwann, wenn du Zeit hast, der Mann ist wirklich sehr beschäftigt und der. Ja, da soll er nicht so viel mit Max machen, weißt du? Ich habe das Totschlagargument. Ansonsten sagst du, wenn du das nicht machst, dann baue ich die Redaktion in Irland auf und bin weg. Ach so. Na gut, wenn ihr. Na gut. Schreibt mal so auf so einen Zettel so eine Zahl. Ja. Ja, und, ich kenne das. Wir beide setzen uns ins Restaurant, du stellst deine Vorstellung, ich schreibe die andere Seite, wir tauschen die aus und treffen uns in der Mitte. Du machst einen Strich durch und schreibst was anderes. Okay, verstehe dein Angebot. Ja, vielen Dank dafür. Ja, ich denke drüber nach. Ja. Er denkt drüber nach zu kommen. Er denkt nicht drüber nach, ihn zu fragen, ja. Ja. Ach, das ist. Haben wir ihn eigentlich mal angeschrieben, jetzt mal ehrlich? Nee, haben wir nicht. Warum nicht? Ja, ist ja nicht ist der einzige Twitch-Streamer, den ich kenne und wir schreiben ihn nicht an. Okay, ja. Wir holen uns nur die Nummer 1 zur Nummer 1 Morning Show und das Montana Black. Den versteht wieder keiner. Nein, tatsächlich, wir haben drüber nachgedacht, aber jetzt noch nicht. Ja. Wir wollen nämlich nicht... Er saß bei Böhmermann. Wir wollen mit Ihnen einen guten Talk. Die Redaktion bei uns handelt was aus. Okay. Böhmermann. So, ich bin der Kaiser. Jo. Ihr macht es. Oh, ihr wollt wieder mit mir reden, ja? Sorry. wir hatten kurz hier, das ist so typisch, so läuft das bei uns in der Redaktionssitzung ab, wenn hier alles aus ist, ja? Das geht den ganzen Tag so, ja? Aber ihr wisst schon, man kann auch bei Twitch solche coolen Layouts machen, ja, vielleicht so eine Grafik drüberlegen und da könntet ihr, das kann ich mir sehr gut vorstellen, jetzt bei eurer Kamera unten so einen Balkon einbauen, ja, so. Weißt du, wie bei der Muppet Show? Das sagt jeder. Wir haben diesen Ruf weg. Wir müssen das machen. Jeder sagt, wir sind wie die beiden von der Muppet Show. Ich habe sogar Socken von denen. Ich nenne dich jetzt nur noch Waldorf und dich Stettler. So. Ja, aber dann haben wir doch, das wird was. Damit können wir Twitch machen. Waldorf. Aber du schreibst uns dann die Texte, ja? Du machst das Programm ready dann. Nee, das ist ja alles spontan bei denen. Da ist ja nichts geskriptet. Ja, bei uns auch. Bei uns auch. Ja. Wir haben hier keine Texte vor uns liegen. Ja. Wir haben keine Redaktion. Wow. Ja. Das ist jetzt alles für die Stunde mit euch? Oh ja. Oder was wollten ihr da noch alles? Da ist noch so viel, mein Nee, wir sind in der Tat, pass auf, Jo, ich möchte die Redaktion mal loben. Jetzt mal ehrlich, hier steht drauf, Das sehen die Zuschauer gar nicht. Ne? Ich habe ein anderes Bild von euch. Ja, das sehen die nicht. Ihr müsst ja eure Texte mal ins Bild halten. Nee. Hier steht zum Beispiel, pass auf, Einleitung, Warm-up zur Sendung, 15 Minuten Sie, Intro, Einleitung, hier ist alles organisiert. Nach dem Intro versucht Daniel die Zuschauer, ich lese das jetzt mal vor. Nach dem Intro versucht Daniel die Zuschauer zu beruhigen, doch er schafft es nicht. Das steht da schon drin. Ja, pass auf, das nächste ist gut. Ja. Steffen kommt durch die Tür. Und nach einem Schulterzucken hat er es geschafft und setzt sich locker auf den Moderationsstuhl. Dieser Text ist von Sendung 1 und wir haben uns gedacht, wir werden ihn niemals verändern. Wir lassen diesen oberen Teil. Wir werden unsere Sendungsplanung für Sendung 1, nur ganz kurz, das hat ganz anders angefangen. Das werden wir irgendwann veröffentlichen, weil das ist zu lustig. Egal. Wir hätten auch nie gedacht, dass wir mal ins Studio ziehen. Aber hier stehen, nur um deine Frage zu beantworten, hier sind die Fragen von EOS Andi. Das war die Seite. Hier steht jetzt. Stell mir mal eine vom Andi. Ja? Ja, warte. Kein Problem. Willst du oder soll ich? Dann als Andi. Du hast am 18.08. einen Screenshot von deinem Twitch-Follower gepostet und geschrieben, der Druck steigt.
Von meinem Twitch, was? Nochmal. Du hast am 18.08. einen Screenshot von deinen Twitch-Followern gepostet und geschrieben, der Druck steigt. Warum steigt der Druck? Naja, du weißt, wenn man so jeden Tag ein paar Gläser Rotwein in sich reinschüttet, dann steigt irgendwann der Druck, den auch mal wieder rauszulassen. Ja? Und deshalb habe ich einen Screenshot von meinen Twitch-Followern gepostet. Das sind nämlich die geilsten überhaupt. Danke für diese wunderbare Frage. Ich freue mich, euer Gast zu sein. Euer EOS Andi. Hast du dich jetzt ein bisschen über die Redaktion lustig gemacht? Findest du die Fragestellung irgendwie scheiße oder was? Nein. Also nein, überhaupt nee, wirklich nicht. Wir haben dir auch, wir haben eigentlich noch gar keine Frage aus dem Fragenpunktflee gestellt. Nee. Das Gespräch ist von einer guten Unterhaltung. Ja, das ist wichtig. Ja. Aber um deine Frage zu beantworten, warum so viele Seiten? Wir sind vorbereitet auf Spontangäste. Das bedeutet, weil wir haben keine Ahnung von Produkten, Hardware und Games. Haben wir keine Ahnung von. Da stehen Fragen dazu da. Ich auch nicht. Devs, Fragen zu Devs. Also es war die letzten Tage so, dass immer irgendwelche reingestolpert sind in die Sendung und haben dann gesagt, ich bin der und der. Und dann, was ist die Innovation ihres Produktes? Das steht da zum Beispiel drauf. Ja, wer ist die Frage, was ist mein Produkt? Ja, du selbst, oder? Ja, ich versuche ein bisschen abzunehmen. Vielleicht die Innovation gerade. Nee, also keine Ahnung. Ich möchte nochmal drauf zurückgehen, weil ich finde die Frage nämlich spannend. Du hast erwähnt, ihr macht einen Podcast, Start and Select. Auf verschiedenen Plattformen bietet ihr das auch an. Was ist die nächste Folge? Kannst du da schon ein bisschen teasern? Was kommt als nächstes? Auf was können sich die Leute freuen? Ja, die nächste Folge erscheint morgen, Samstag. Nee, heute. Wow, die ist gerade erschienen. Ich bin immer noch. Die ist gerade erschienen. Während ihr. Ja, im Gespräch hier. Ja, genau. Könntet ihr eigentlich direkt nachgucken bei Patreon/Kronk? Ja. Und die ist wieder mit Erik und wir haben eine Zuschauerfrage behandelt. Ja. Ach, ihr macht das mit verschiedenen Gästen? Nee. Wir machen das auch mit Gästen. Ah, okay. Ja, also manchmal machen es Erik und ich mit Gästen. Okay. Und wenn Erik keine Zeit hat oder irgendwie anders involviert ist, dann mache ich es auch mit anderen Gästen ohne ihn. Die Folge danach ist zum Beispiel auch mit einem weiblichen Gast ohne Erik. Das könnte man jetzt sehr dumm aus dem Zusammenhang schneiden. Aber das macht natürlich keiner. Ich verstehe. Ja. Die nehme ich auch ohne ihn auf. Die heißen dann Redux. Immer noch falscher zusammen. Ich dachte, ich bin immer der die falschen Zusammenhänge herstellt. Das hast du eben echt sehr gut formuliert und sehr serious durchgezogen. Ich dachte, du merkst es irgendwann. Nee. Der Chat hat es auf jeden Fall gemerkt. Das kann man auf jeden Fall. Ja. Nicht, dass ihr das da draußen jetzt irgendwie komisch klippt oder so, ne? Das wollen wir nicht. Ja, bringst du wieder Wasser? Was willst denn du jetzt schon wieder? Oh, da ist wieder jemand. Oh. Na, eine Kronkfigur, ja. Dein Ernst? Du hast ihm eine Kronk? Kannst du die mal näher ans. Für die Zuschauer? Kannst du mal zeigen? Wo gibt's diese Figur? Ja, sehr geil. Wackelkopffigur. Die habe ich selbst noch nie in der Hand gehabt, aber ich habe sie schon mal auf irgendwelchen. Auf der EGX, glaube ich. Jetzt gibt's eine Frage. Da kann aber mal klatschen. Jens! Er macht alles möglich. Hat Kronk seine Marke dafür freigegeben? Wisst ihr das? Jo. Ja. Hat Kronk seinen Namen dafür freigegeben oder ist das hier so Asia-Scheiß und dann nutzt einfach einer seinen Namen? Nee, das ist schon freigegeben gewesen. Aber das ist jetzt nichts aus dem neuen Shop. Das ist jetzt über Drittanbieter quasi. Und im neuen Shop, das ist alles direkt von ihm dann. Okay. Er packt's aus, dann ist nichts mehr wert. Da ist nichts mehr wert, da ist der Gronkh nichts mehr wert. Aufrufe, jetzt habt ihr ein exklusives Aufrufe. Ich habe schon so lange kein Aufrufe mehr gedreht. Aufrufe. Hallo, jetzt sind wir wieder da und gucken mal in diese Limited Collectors Edition rein. Oh Mann, das ist ja mal wieder, also das Gesicht ist mir sehr sympathisch. Es kommt mir auch sehr bekannt vor. Hab ich schon mal gesehen. Oh, was für ein Bart. Und eingepackt, ja. Danke Jens. Wasser ist noch okay. Regie, können wir Onkel Yoda für groß? Geht das? Fühlt sich wertig und schwer an. Das ist ja der Wahnsinn. Es hat eine Halskrause aus Luftblasenfolie. Kann man nicht knallen lassen gehabt. Und guck, und jetzt, wenn man es abgemacht hat, ich weiß nicht, ob ihr es hört, er klackert auch wie so ein Skelett, aber er wackelt. Ja. Ich weiß nicht, unten drauf ist nichts zum Festkleben. Also fürs Auto ist es... Der sieht nicht aus wie Gronk, der sieht aus wie Steve Jobs oder so. Keine Ahnung, aber nicht wie Gronk. Ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Gronk ist
Steve Jobs. Oh. Ja. Also Steve Jobs hat seinen Tod gefaked, um Let's Plays und Livestreams machen zu können. Ah. Und die Spiele zocken. Ja, der hat genug von iPhone, das nicht funktioniert, gehabt und hat jetzt, macht jetzt es immer. Ist so eine, wie so, wie so Tupac, Michael Jackson, so diese Nummern, ja? Ja, ja, genau. Okay. Viel Spaß die, mit der Wackelpuppe. Hier, die Figur ist übrigens, glaube ich, eher was für die Waschmaschine, ja, nicht fürs Auto, weil, wie gesagt... Für die Waschmaschine. Ja. Kannst du dir vorstellen, das Ding steht da oben drauf im Schleudergang? Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist gleich fertig. Wir wurden netterweise unterbrochen, aber wir waren gerade bei Podcast und Start and Select. Ich würde da nochmal gern zurück. Wie macht ihr eure Gästeauswahl, eure Gästeakquise? Total unprofessionell, nach Sympathie. Okay, also haben wir und, schon verloren. Wenn es ein cooles Thema gibt halt. Ja. 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 Irland? Steuern? Ja. Hallo, da bin ich wieder. Sorry. Er will nicht. Geh mal mit deinem Boss in den Talk, dem lieben Erik, sag, in Irland 12,5% Steuern aushandelbar nach unten, ja. Ich glaube, das wäre ein gutes Thema für eine Sendung. Inwiefern? Ja, du weißt doch, wie das ist bei Moderatoren. Wir drehen den Spieß dann um und ziehen in eurem Podcast einfach unsere Sendung durch. Ja. Das ist okay. Aber vielleicht solltet ihr mal überlegen, warum ihr noch nicht in den Podcast eingeladen wart. Ja, ja, weil wir halt die Nummer 1 am Morgen sind und ihr nur abends aufnehmt. Ich dachte, dass es Manu spielt, die Nummer 1 mit Insert Moin. Was ist das? Hat noch nie einer gehört. Was ist das für ein Blödsinn? Wer kennt es nicht? Ja. Kann man mal klatschen. Ja. Ja, also, okay, so. Ich weiß nicht, die negativen Schwingungen hier sind ganz schön groß in dem Podcast, in dem Livestream-Podcast. Das ist eine Sendung, das ist kein Livestream, das ist auch kein Podcast, das ist eine Sendung. Wir sind hier beim Fernsehen. Sendung 118. Ja. Ach so, ich meine, wir haben ja eine offizielle Rundfunklizenz. Habt ihr die auch? Brauchen wir in Irland nicht. Darum sitzen wir in Irland. Wer bezahlt denn für sowas Geld? Ja, das ist doch, das muss man einfach nur nach Irland ziehen, ja? Ja. Oh ja, ich sehe gerade im Podcast, ich habe mich im Chat, sorry, ich bin schon durch, dass ich mich vertan habe. Der kommt erst nächsten Samstag, der Podcast mit Erik. Der letzte Samstag war ja schon, wir bringen ihn immer alle 2 Wochen und letzten Samstag kam einer und den Samstag nächste Woche und dann wieder in 2 Wochen drauf. So. Oh, ja. Da müssten wir mal über euren Chefredakteur sprechen, weil der hat es nicht so mit den Terminen, ja? Der hat keine iWatch. Ich war wirklich hier bei euch. der hat keine iWatch. Wie EOS Andy. EOS Andy hat gesagt iWatch und darüber wird alles... fast das Gleiche, ja. Das ist ein Memberband, da kriege ich nachher hier ein Wasser für bei Studio 71. Bei Studio 71. Das ist hier aber auch gerade geschrieben, ihr seid die Nummer 1 im Morning Twitch TV. Ja, so ist ja. Es. Ja. Vielen Dank. Was ist das? Weiß auch nicht. Okay, aber ganz sporadisch, also nach Sympathie wählt ihr da die Gäste aus? Spannend. Und nach Thema natürlich auch. Also meistens quatschen wir ja zu zweit. Ja. Aber wenn es sich anbietet, also wir haben auch schon wirklich mit einigen spannenden, netten Menschen gesprochen. Mit Marvin Clifford zum Beispiel, der unsere Zeichnungen für unseren Podcast anfertigt und seinem Atelierkollegen Flix über das neue Spirou-Heft, das die beiden gemacht haben. Also sowas gibt's auch. Okay. Mega nice. Und das ist Exklusiv-Content dann für diese Patreon-Seite, ja? Nein, das kommt nur als erstes auf Patreon und einen Tag später direkt schon auf allen anderen Plattformen, die wir da beliefern, also Spotify, iTunes, Soundcloud und so weiter. Also alles auch umsonst, gratis, muss keiner was für bezahlen. Das ist aber heutzutage, finde ich immer, du sagst was Spannendes gerade, heutzutage habe ich immer das Gefühl, dass man sofort... auch in so eine, ich sag mal, Rechtfertigung verfallen muss irgendwie, wenn man etwas kostet, also gegen eine Paywall anbietet. Dabei wird doch wirklich dort, da sitzt eine Crew, und wenn es nur zwei oder einer ist, da sitzt jemand, der macht sich einen Kopf, der schreibt was zusammen, der hat eine Planung, der hat eine Idee, das muss der realisieren, der muss das bearbeiten. Ich finde es gar nicht schlimm, wenn einer sagt, hey, ihr wollt den Podcast hören? Der kostet im Monat aber 5 Euro, so, weißt du? Ich habe das Gefühl, man kommt da immer direkt in so eine rechtfertigende Haltung. Kriegst du das auch sehr oft mit? Und kommt das auch oft das auf euch zu, dass man sagt, warum soll ich denn dafür jetzt bezahlen? Ja gut, unsere Sachen werden ja meistens durch irgendeine Art von Werbung finanziert. Ja.
Und das ist auch bei Zeitschriften damals halt der Fall gewesen. Die haben sich auch über Werbung finanziert. So ist es. Also wenn du jetzt zurückdenkst, jetzt in den 90er Jahren, dann hast du halt ein 200-Seiten-Heft für Spiele gemacht. Und das hat dann, ich erfinde jetzt mal was, 5 Mark gekostet. Yeah. Und diese 5 Mark multipliziert mit der Anzahl der verkauften Hefte, das war halt die Hälfte ungefähr dessen, was du eingenommen hast. Und die andere Hälfte waren die Werbeanzeigen in dem Heft. Ja. Und irgendwann haben sich da die Verhältnisse so verschoben. Und dann haben die Leute überlegt, oh, wie mache ich das, wenn mir jetzt die Verkäufer einfach wegbrechen. Hm. Und online, die überrollen mich. Und dann haben die Zeitschriften angefangen, wir müssen alles, was wir machen, auch umsonst online raushauen. Die Zeitungen ja auch. Ja. Ja. Alles News ist aktueller, was ja auch geiler ist. Aber die haben, glaube ich, den Fehler gemacht, von vornherein zu sagen, hey, das ist alles umsonst. Und die Leute haben sich gemerkt, okay, das ist umsonst, das ist auch nichts wert. Und dadurch ist dann irgendwann das Problem entstanden, als dann die Anzeigen, also als das ganze Geld, das reinkommt, immer weniger wurde, konntest du irgendwann das nicht mehr richtig bezahlen. Also diesen sogenannten Qualitätsjournalismus. Hm. Und dann haben die angefangen, immer schlechtere Sachen zu produzieren, weil sie kein Geld mehr für die Leute, die es machen, ausgeben wollten, konnten. Und das ist so eine Abwärtsspirale und da hängst du natürlich ein bisschen drin. Jetzt gerade was, also Zeitungen, sorry, also das ist ja teilweise, wenn du dich mit dem Thema auskennst, was die da verzapfen, totaler Murks. Auch selbst so renommierte Magazine wie Spiegel, die früher immer alles 20 Mal gegengecheckt haben, und da kommen heute diese Skandale raus, wie, ja, der hat den Artikel einfach erfunden. Also geil. Ja, es wird halt einfach irgendwas ausgekramt, was irgendwie 5 Jahre alt ist. Und dann wird das einfach nur mal so ein bisschen kurz modifiziert. So, das ist ja letztens auch passiert. Ja, ich bin da als erstes kritisch geworden, als es damals mit diesen Amokläufen losging. Weißt du, Killerspieldebatte, was da für ein Mist geschrieben wurde, der überhaupt nicht stimmt. Wo einfach so ein paar Schlagwörter aufgegriffen wurden und gerne so Medien dann noch Öl ins Feuer gießen wollten. Ja, die Spiele waren es. War am einfachsten. Ja? Und dann schreiben halt damals 70% ihrer Leser oder geben denen recht und sagen, ja, genau, die Spiele. Ja. Aber die Leute werden halt auch älter und die damals Ahnung hatten, sind jetzt vielleicht auch nicht mehr 15, sondern die sind jetzt 30, 40, 50 Jahre alt und die lassen sich auch nicht mehr so gerne verarschen. Ja? Ja. Also, oder die wissen, dass sie da verarscht werden, in Anführungszeichen, und machen das nicht mehr mit. Aber um dann auf deine Frage zurückzukommen, wir wollen halt gerne, dass die Konsumenten, wenn ich jetzt mal so sage, Spaß mit dem Kram haben, den wir machen und auch möglichst alle das anschauen können, wenn sie das gerne möchten. Also durch finanzielle Schwierigkeiten persönlicher Art soll da keiner ausgeschlossen werden. Ne? Okay. Deswegen ist es so, die ganzen Sachen, die Gronkh jetzt macht, da muss keiner was für zahlen. Da kriegt er von YouTube oder Twitch seine Werbegelder. Ansonsten gibt es noch ein paar Kooperationen mit Firmen wie zum Beispiel jetzt das Meet & Greet mit Bethesda zusammen. Ja, die haben ein bisschen Werbung für Doom da gemacht, hat uns nicht beeinflusst. Wir finden Doom auch geil, insofern alles gut. Ja. Ja. War auch kein Problem. Dafür konnten die Leute halt auch da Wasser bekommen, haben andere Getränke noch gekriegt. Weißt du, also das ist so ein Win für beide. Und jetzt mit dem Podcast, den haben wir auch nur so als Dankeschön gemacht für die Patreon-Unterstützer. Weißt du, Patreon ist ja auch so eine coole Plattform, wo du sagen kannst, hey, ich finde das geil, was der Gronkh da anstellt. Deswegen unterstütze ich die einfach mal mit Beitrag X. Kann man jederzeit sagen, hier, diesen Monat ist knapp, cancel ich wieder. Ja. Also es ist kein Zwang dahinter, keiner braucht sich verpflichtet fühlen, keiner braucht auch viel da dazugeben. Also man muss auch gar nichts dazugeben und sich überhaupt nicht dafür rechtfertigen. Also wenn wir uns vielleicht, wenn das jetzt so klang, dass wir uns da rechtfertigen, ist mir das lieber, als wenn sich jetzt einer von den Zuschauern für irgendwas rechtfertigen muss, warum er jetzt kein Geld dafür hat, aber es trotzdem gerne eigentlich schauen würde. Ne? Ausrufezeichen, yo, dann kriegt ihr auch die Links, da könnt ihr reinhören und nächste Woche gibt es dann wieder 9 sogar. Also kostenloser Content für euch. Wenn ihr unterstützen könnt, dann unterstützt. Ansonsten ist das freier Content, finde ich gut. Kann man auch mal klatschen. Also ja. Es klang nicht so, aber ich habe das, weißt du, wir hatten jetzt in 118 Sendungen viele Gäste, viele Content-Kreatoren auch, ja. Und man hört das. Was mir aufgefallen ist in diesen ja bald 6 Monaten Sendung, ja, dass du Dinge, für die sich Content-Kreatoren im Internet
gefühlsmäßig ganz oft irgendwie rechtfertigen? Hast du zum Beispiel in der Film- und Fernsehwelt, wir hatten schon viele aus Film und Fernsehen hier, hast du gar nicht. Die gehen da sehr offensiv, die gehen da sehr, die sind, die, weißt du, wie ich meine? Die haben dann auch nochmal, die gehen nach außen hin, die sind da ganz anders drauf. So, die sagen ja, das ist so und wir produzieren da was und das kostet Geld. Bumm, weißt du? Und auf der anderen Seite hast du im Internet ganz oft das Gefühl, dass man ganz schnell so in diese rechtfertigende Position rutscht, ja. Und das ja, weil du im Internet hast du halt einfach auch viel mehr Leute, die das aus Hobby machen. Ja. Also die da jetzt nicht sofort von leben müssen, sondern die es aus Hobby machen und deshalb sagen, hey, ja, sorry. Ja, ja. Also wenn du jetzt komplett davon leben musst, ist ja klar, irgendwo muss ja das Geld herkommen. Absolut, ja, ja, absolut. Ja, wir kommen leider schon zum Ende, weil du hast auch noch Termine nachher, hast du erwähnt. Mich würde noch interessieren, außer der Gamescom, was ist das nächste Event, wo man dich sehen kann, wo man euch zusammen sehen kann mit Gronkh oder was steht an auch bei dir auf der persönlichen Roadmap? Jetzt erstmal Urlaub. Ich habe es geschafft, dieses Jahr nach der Gamescom Urlaub zu nehmen. Juhu! Yay, nach Irland! Sehr schön! Nee, okay. Und, das nächste große feststehende Ding ist, glaube ich, die BlizzCon. Da werden wir auch wahrscheinlich wieder einen Livestream machen. Die BlizzCon? Nice. Da war ich 2015, war geil. Ja, die wird dieses Jahr noch größer und noch wichtiger für Deutschland, weil, ihr wisst ja, kein Blizzard auf der Gamescom. Das stimmt. Ja, dann viel Spaß. Viel Spaß, ja. Auf jeden Fall. Am Ende des Tages, heute eine andere Situation. Wir sagen unseren Gästen immer, das letzte Wort an den Twitch-Chat gehört unserem Gast. Heute gehört dir das letzte Wort auch, aber nicht nur an den Twitch-Chat, sondern auch an den Leuten, die da draußen sind, ja. Weil die kriegen das ja vielleicht auch mit. Vielleicht sitzt da ja noch einer, ja. So. Bevor du das aber machst, das letzte Wort, eine Frage noch, weil die Leute gerade, oder erstmal Deagal, Remir, wir haben vorhin über ihn gesprochen. Vielen Dank für den Raid, Leute, und willkommen an alle. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Kurze Frage, wenn dich Leute ansprechen, ist das dir angenehm? Können die dich gleich anspringen und wubbeln? Oder wie hast du das am liebsten? Wie hast du es am liebsten? Ja gut, an mir reiben, dann erstmal fragen. Ja, aber ansonsten freue ich mich über alles. Also sehr gerne, ich mache auch gerne ein Foto oder unterschreibe was. Und es tut mir echt immer voll leid, jetzt zum Beispiel gestern, als wir gestreamt haben und drüber gelaufen sind, dann kommen ja auch immer Leute. Und da ist es dann halt blöd, da müssen wir die erstmal wegschicken und sagen, hey, wir sind nachher da hinter alle acht. Weil während du streamst, wenn du dann anhältst, es kommen ja dann immer mehr und du kommst dann nicht mehr weg. Ne? Also wenn du dann eins machst, dann kommt gerade der zweite und dann willst du auch nicht unhöflich sein. Aber es soll nicht arrogant rüberkommen, wenn man dann sagt, okay, sorry, komm lieber nachher, wir müssen jetzt weitergehen. Aber generell, ich freue mich immer tierisch drüber, macht mir auch Spaß und... Bei Erik ist es halt so, wenn der darf ja zum Beispiel gar nicht mehr über die Messe gehen. Also letztes Jahr hat er, glaube ich, Auflage gehabt, hier 20 Security-Leute, ansonsten geht nichts und so. Weil das fast ist wie bei uns. Das ist der Wahnsinn. Ja, also das ist wirklich krass, das hätte ich nicht gedacht. Das ist wie früher so Popstars, ne, bevor ich das erlebt habe. Also als wir damals auch mal gequatscht hatten und haben uns in Köln im Lokal getroffen, was gegessen, und dann ist er mal vor die Tür gegangen. Haben wir da kurz geredet und sofort irgendwie, da war erst einer, dann zwei, dann standen da fünf Leute und so, ja, hi und Foto und das werden dann halt immer mehr. Also es ist schon echt, da muss man erstmal mit umgehen können. Aber wie gesagt, ich freue mich, also wenn ihr mich hier auf der Gamescom seht, gerne anquatschen, gar kein Thema. Ist auch immer eine Herausforderung für die Behörden, wie Ordnungsamt, so darf man auch nicht unterschätzen da. Wir haben damals, in meinem alten Leben mit denen zusammengearbeitet, ne? Das ist auch, glaube ich, wenn so und jetzt, wir haben das letztens gesehen, für irgendeinen Stand stand da The Real Knossi so als, ich sag mal, in der Halle. Ne? Und dann hat man auch, glaube ich, erst gecheckt, oh shit, wie viele Leute zieht der denn auf einmal an? Ne? Das ist ja auch immer so, man muss da ja auch lernen und sagen, okay, wir müssen das weiter verändern, die Sicherheitsbestimmungen. Ne? Ja. Das ist schon krass, ja. Ich lese hier noch was aus dem Chat vor, ich möchte dir das gerne mit auf den Weg geben. Ich habe deine Berichte, also es geht um dich, ich habe deine Berichte in den Zeitschriften geliebt früher, yo, schreibt hier jemand. Ja? Dankeschön. Das würde ich dir gerne noch mitgeben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wir überziehen gerade und wir wollen dich nicht länger an den Stuhl binden. Das ist gar kein Problem, aber da sammeln sich auch schon total wundervoll verkleidete Menschen vor dem Fenster, die mich komisch angucken. Ich glaube, die wollen gleich auch Twitch Sings hier drin machen. Kann sein. Ich kenne den Plan gerade nicht auswendig. Nee, ich glaube, der kommt nicht als nächstes direkt. Also Ranger Things Leute verkleidet. Ja. Achso, also irgendwas kommt gleich. 14 Uhr.
Nee. 14 Uhr. 12.30 Uhr. Okay. Oh, ich glaube, sie kommen jetzt rein. Oh, oh Gott. Die kommen rein? Also, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war mir eine große Freude. Uns auch. Hört gerne mal bei Start und Select rein, bevor ich hier, falls ich nicht umgebracht werde, aber die nächsten Folgen sind schon aufgezeichnet. Die sind safe. Und, weißt du, wer das ist? Ja, der Sven. Ja. Okay. Es geht um 12 Uhr mit Twitch Things. Direkt weiter. Wir machen hier Twitch Things, bis der Arzt kommt. Bis der Arzt kommt. Sven! Ja. Ausrufezeichen Sunnybox, Ausrufezeichen Jo, da kriegt ihr alle Links, die ihr braucht. Ich möchte an dieser Stelle sagen, Sven ist vor 14 Tagen auf uns zugekommen, hat gesagt, Jungs, ich habe eine Box auf der Gamescom, wollen wir da ein Studio draus machen und streamen? Da haben wir gesagt, bist du bekloppt? Und dann, haben wir Programm gestemmt, noch Claw und los geht's. Ja. Vielen Dank dafür. Letztes Jahr hat er die Box noch gehabt und da wurden hier nur Erotikfilme gedreht. Ja. Es ist schon eine Steigerung. Ja. Nee. So, aber wollen wir jetzt weitermachen mit den Erotikfilmen, also Hose runter. Onkel Jo, vielen Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal irgendwann, ja? Bis dann, ciao! Bis in Irland! Ja. Ja. Achso, sollen wir jetzt abschalten oder was? Sven, wolltest du noch was? Ich wollte jetzt eigentlich nur, ich bin reingesprungen, mitzuteilen, dass wir jetzt wirklich drängen. Das ist Chaos hier heute. Okay, pass auf, wir legen kurz hier auf, ja? Wir melden uns gleich nochmal, weil wir gehen nochmal kurz abmoderieren, ja? Genau. Noch die abmoderieren und dann machen wir gleich Twitch. Bis dann, tschö! Tschüss. Tschüss.